Moin! Wie man geklärte Butter selber macht, haben wir euch im letzten Video schon gezeigt. Heute gibt es ein weiteres Basic-Video, und zwar wie man Gemüsefond selber macht. Das geht wirklich ganz schnell und einfach. Ihr braucht Sellerie, Lauch, Karotten, Petersilie, Zwiebeln, Chili, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Wir haben hier das ganze Gemüse genommen, machen es aber auch manchmal aus Gemüseresten. Dann bewahren wir zum Beispiel Schalen und Enden vom Gemüse im Kühlschrank auf und wenn wir dann genug Material haben, wird aus den Resten noch ein leckerer Fond gekocht. Das Gemüse haben wir einfach nur gewaschen, zerkleinert und es dann alles in einen Topf gegeben. Optional könnt ihr noch Wacholderbeeren, Lorbeer oder für eine asiatische Note Zitronengras hinzugeben. Oder zum Beispiel auch Zutaten weglassen, falls ihr die nicht mögt. Das Rezept ist also eher eine kleine Inspiration. Das Gemüse im Topf wird nun mit Leitungswasser aufgegossen und zum Kochen gebracht. Lasst das Ganze am besten eine Stunde lang leise köcheln. Dann sollte das Gemüse seinen Geschmack abgegeben haben. Gießt das Ganze durch ein Sieb und fertig ist die Brühe. Ihr könnt sie nun in Gläser füllen und im Kühlschrank ein paar Tage lang aufbewahren. Oder ihr kocht die Gläser aus und macht die Brühe ein. Oder ihr friert sie einfach weg. So könnt ihr sie bei Bedarf benutzen. Gemüsebrühe könnt ihr vielfältig einsetzen, ob für Suppen, Eintöpfe oder Soßen. Mit dem Fond macht ihr alles noch schmackhafter. Und damit könnt ihr euch auch die gekörnte Brühe im Supermarkt sparen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaltet unbedingt am Mittwoch wieder ein, da gibt es dann wieder ein Rezept, und zwar für Ostern. Also seid gespannt. Chris und Marie.